Ja, liebe Zuschauer, und jetzt nehmen wir Sie mit auf eine Stadtführung durch Cham. Dort gibt es Führungen mit Schauspielern und wir machen jetzt eine davon mit. Und zwar gehen wir zurück in das Jahr 1713. Das war eine Epoche, in der Heilkunde und Aberglaube ganz schön miteinander im Wettstreit lagen. Sie müssen sich vorstellen, die Menschen damals lebten zum Teil in sehr großer Armut. Das heißt, es war nicht selbstverständlich, dass man sich gut ernährt hat. Die Menschen waren mangelernährt. Es gab viele Kriege. Seuchen breiteten sich sehr schnell aus. Und Sie müssen sich ja vorstellen, die hygienischen Verhältnisse damals waren zum Teil katastrophal. Und genau in dieser Zeit spielt unsere Stadtführung. Kaum will die Gruppe weiter ihres Weges ziehen, kommt auch schon ein Apotheker aus dem mittelalterlichen Cham dazu. Zum Beispiel, mein Meister, der hat neulich ein Schmier gemacht. Fürs Gesicht, für die Schönheit. Die, wenn es euch reinschmiert, da geht alles weg. Eine neue Falten und ein neues Wimmel. Und umschauen, wenn ich mich da. Verkehrt war es sicher nicht für ein paar Jahre. Ja, da meine ich sie schon auch, da brauchen sie nicht so lachen. Blüten gibst dem Feich ins Foder, ein Stoll und haust aus außer Rauche, gut für Menschen is a Tee. Für das, was kannst du einen Buschen brauchen. Ganz gut hast du das gemacht. Und weil die Gundler so schön mitgesungen hat, da kann mir schon Handgeklapper geben, oder? Und dann geht es weiter ins ehemalige Armenhaus der Stadt. Die Pest hatte alle Bewohner dahin gerafft, nur ein Kind soll überlebt haben. Wenn wir alle zusammenhelfen und alle beten, dann hilft das auch. Also, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Das möchtest du mitbeten, sonst hilft dir nicht. Das Vater unser wird es wohl noch kennen, oder? Vater unser, im Himmel, die Gruppe ist immer aktiv eingebunden, auch als aus dem ersten Stock plötzlich Gepolter kommt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Habt ihr es gesehen? Da kommt gleich der Geist raus, das sag ich. Oh, Jesus Maria, habt ihr ihn gesehen? Der Stadtarzt ist es. Der schaut aus wie ein Geist. Aber es ist keiner. Ja, Dr. Erhard. Sagen Sie, haben Sie gerade so umeinander gepumpert? Gerade im Moment bin ich fertig geworden mit dem Entgiften vom Treppenhaus. Vom Flur und natürlich auch von den Türklinken, weil ihr müsst nämlich wissen, das Abwaschen mit Essig und das ausgiebige Räuchern, das hilft gegen die todbringenden Ausdünstungen. Was die Gruppe auf ihrer Reise ins finstere Mittelalter noch alles erlebt, erfahren Sie es selbst. Infos und Termine finden Sie auf der Homepage der Stadt Cham.